Schönen guten Tag. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Ich freue mich auch sehr über die Einladung, hier reden zu dürfen. Ich war am Anfang, als es hieß, kannst du was über den Begriff Terrorismus sagen, so ein bisschen zögerlich und dachte, Terrorismus, das ist doch so ein bisschen durch. Das ist doch gerade eigentlich gar nicht aktuell. Wieso immer noch? Geht es nicht um Geheimdienste im Moment, viel mehr und andere Themen. Und jetzt finde ich, das gewinnt gerade ja wieder ungeheuer an Aktualität. Der Bereich Islamischer Staat, der internationale Terrorismus kommt gerade mit viel Schwung wieder zurück. Und es lohnt sich natürlich, sich nochmal in Ruhe anzugucken, was ist das mit dem Terrorismus eigentlich, dieser Begriff, wie wird der benutzt, was ist Terrorismus an sich und welche Funktion hat das? Meine These dabei ist, dass das ein Propagandabegriff ist, der genutzt wird, um Verschiedenes zu legitimieren, was dann mit dem, was sich die meisten Menschen unter Terrorismus vorstellen, nicht unbedingt mehr so viel zu tun hat. Und da wird es dann auch schon interessant, nämlich was stellen wir uns unter Terrorismus vor und was wird damit bezeichnet? Ich habe dann angefangen, mir verschiedene Terrorismusdefinitionen nochmal rauszusuchen und zu gucken, wie wird das denn so nach strafrechtlich, aber auch sonst von der Politik beschrieben. Und zum Beispiel die Bundeszentrale für politische Bildung, die ja schon eine Instanz ist, von der man sagen würde, die hat eine gewisse Bedeutung. Da wenden sich viele Jugendliche, aber auch viele Erwachsene hin, wenn sie bestimmte politische Informationen haben wollen. Die Bundeszentrale für politische Bildung also definiert Terrorismus als eine Form des politischen Extremismus. Zu Extremismus kommen wir nachher noch. Das ist im Grunde sowas Ähnliches wie Terrorismus, ein Pauschalbegriff, unter dem sich alle was anderes vorstellen. Und interessant finde ich tatsächlich, dass die Bundeszentrale sagt, dass Terrorismus die systematische Anwendung von Gewalt ist, insbesondere auf ausgewählte Repräsentanten des Systems in Häkchen, soll die wieder in Häkchen herrschende Schicht verunsichert und die wieder in Häkchen unterdrückte Klasse mobilisiert werden. Warum das in Häkchen ist, wer diese Begriffe benutzt und wofür die stehen, wird dann nicht so richtig definiert, aber ich glaube, damit wird so ein bisschen suggeriert, dass wir uns vorstellen können, was dann ungefähr damit gemeint ist. Also irgendwie Leute, die Revolutionen wollen, das Regime stürzen und politisch Dinge, die wir eigentlich nicht wollen, wir jetzt aus Perspektive der Bundeszentrale. In einem demokratischen Verfassungsstaat wie der BRD jedoch solidarisierte sich die Bevölkerung aufgrund der Gewaltakte mit der politischen Führung, nicht mit ihren militanten Gegnern. Der Terrorismus ist faktisch ein Ausdruck der politischen Isolation revolutionärer Minderheiten. Da kommt es also auch die revolutionären Minderheiten. Das heißt, wenn man genau hinguckt, ist das eine ziemlich eingeschränkte Definition von Terrorismus, bezieht sich vermutlich auf die 70er, also den militanten linken sogenannten Terrorismus, warum ich also so genannt sage, ist, weil für mich eben diese Gesamtdefinition Terrorismus einfach viel zu vage ist für das, worum es da eigentlich geht. Dann habe ich mal bei Wikipedia geguckt, da wird es so ein bisschen, gar nicht genauer, aber weiter vielleicht, Terrorismus auch mit der Ableitung Terror, Schrecken aus dem Lateinischen, sind Gewalt und Gewaltaktionen, die gegen eine politische Ordnung gerichtet sind, um einen politischen Wandel herbeizuführen. Also auch ganz klar, da geht es jetzt nicht um konkrete oder nicht nur um konkrete Straftaten, sondern da ist eine Ideologie mit verbunden, ein politischer Inhalt, wenn man so will. Und das Besondere daran ist aber eben, dass es ein Druckmittel ist und soll Unsicherheit und Schrecken verbreiten oder Sympathie und Unterstützungsbereitschaft erzeugen. Das finde ich eigentlich einen wunderbaren Satz, weil der so widersprüchlich ist, wie man eigentlich widersprüchlicher nicht werden kann. Was jetzt Schrecken oder Unterstützung? Von wem? Gegen wen? Warum? Ganz allgemein könnte sich das eigentlich wirklich auf fast alles beziehen. Interessant auch, Terrorismus ist keine militärische Strategie, sondern primär eine Kommunikationsstrategie. Also das Entscheidende am Terrorismus danach ist, nicht, dass es um wieder konkrete Straftaten geht, sondern dass damit ein Inhalt transportiert werden soll, ein politisches Ziel erreicht werden soll. Terroristen wollen das Denken besetzen und dadurch Veränderungsprozesse erzwingen, was an und für sich genommen ja gar nicht schlecht wäre. Aber eben die Inhalte der Terroristen, die sind dann eben schlecht und das wird leider auch nicht genauer definiert, aber
kreist den Bereich ja so ein bisschen ein. Immer im Grunde so ein bisschen darauf sich stützend, dass wir alle so eine gemeinsame Vorstellung davon haben, was das jetzt ist, wer die Terroristen sind, die Bösen. Und dann gibt es aber auch andere, die was Gutes wollen, die sind dann aber keine Terroristen. Denn Veränderung als solches ist in einer Demokratie natürlich völlig gewünscht. Und also naja, nicht von allen, aber zumindest ein ganz normaler Bereich der Demokratie. Natürlich aber eben nicht, das steckt hier auch schon mit drin, wenn mit Gewalt versucht wird, das zu erreichen. Dann habe ich mal woanders geguckt, Europol, die europäische Polizeibehörde, gibt einen jährlichen Bericht über die Situation des Terrorismus in der EU heraus. Das ist der TESAT, der Terrorism Situation and Trend Report. Und die kreisen es auch so ein bisschen ein und sagen, die Mitgliederstaaten der EU definieren Terrorismus als Handlungen, die dazu gedacht sind, die Bevölkerung einzuschüchtern, Staaten dazu zu bringen, die Forderungen der Täter zu erfüllen und oder fundamentale politische, verfassungsmäßige, ökonomische oder soziale Strukturen eines Landes oder einer Organisation zu destabilisieren. Das ist jetzt noch deutlich allgemeiner als die Definition, die wir vorher hatten und ist aber auch schon relativ nah an dem dran, wie ansonsten auch mittlerweile Terrorismus strafrechtlich und politisch definiert wird. Das Interessante am Terrorismus ist, den gibt es als Straftatbestand und als schon länger und als Begriff natürlich noch viel länger, aber in der EU gab es tatsächlich lange keine gültige Definition von Terrorismus und erst 2001 nach dem 11. September haben sich die Staaten der EU oder die EU als solche auf eine gemeinsame Definition geeinigt. Hier habe ich die in der FAZ gefunden. Und das ist nochmal ausformuliert, so ein bisschen detaillierter, das, was da eben im TESAT-Report schon stand. Also Bevölkerung einschüchtern, öffentliche Stellen, internationale Organisationen zu etwas zu zwingen oder aber die Grundstrukturen eines Landes oder einer Organisation ernsthaft zu destabilisieren. Und dazu dann noch, das fehlte da eben, als terroristische Vereinigung gilt ein auf längere Dauer angelegter, organisierter Zusammenschluss von mehr als zwei Personen, die in Verabredung handeln, um terroristische Straftaten zu begehen. Das also seit 2001. Und dann habe ich noch bei den Vereinten Nationen geguckt. Die Vereinten Nationen haben eine eigene Webseite zur Terrorismusbekämpfung. Die seht ihr da unten. Die ist unglaublich ausführlich mit zig Resolutionen gibt es da in dem Bereich, aber auch eine ganze Reihe von Unterstrukturen, die sich mit Terrorismus beschäftigen und natürlich auch vielen Maßnahmen dagegen. Da kann man sehr lange sich aufhalten. Da gibt es überhaupt keine Definition, die ich da an sich gefunden habe, aber die Einleitung zu diesem ganzen Bereich dieser Webseite kreist das Ganze wieder so ein bisschen ein. Die ist wieder ein bisschen allgemeiner gehalten. Da geht es darum, dass Terrorismus die Menschen leiden lässt. Das ist übrigens auch bei den weiteren Folien so. Die fetten Markierungen im Text sind von mir, die sind nicht im Original. Die sind einfach, um das ein bisschen einfacher lesbar zu machen, diese ganzen langen Textstücke, die ich da jetzt jeweils an die Wand werfe. Und Terrorismus betrifft also Unschuldige, die da einfach zur falschen Zeit am falschen Ort waren. Und dagegen richten sich dann die Maßnahmen der EU. Jetzt nochmal, die Justizminister der EU, das hatten wir eben schon mit der Definition, die auch in der FAZ so zitiert war, Bevölkerung einschüchtern, öffentliche Stellen, Organisationen und zum Tun zu zwingen und Organisationen oder Länder ernsthaft zu destabilisieren. Bei diesen Definitionen fand ich interessant, auf der Suche jetzt nochmal danach, ist, dass die unglaublich schwer zu finden sind. Also man könnte ja eigentlich denken, Terrorismus, der so ein zentraler Begriff ist, auch in der Begründung von vielen Dingen, der uns immer wieder um die Ohren geschlagen wird, müsste eigentlich klarer definiert sein, gerade dann auch, wenn es strafrechtlich relevant wird und einfacher zu finden sein, und das ist tatsächlich gar nicht so. Ich habe eine ganze Weile gesucht, bis ich die gefunden habe. Was sehr viel leichter zu finden ist, sind Unmengen von ganz unterschiedlichen Gegenmaßnahmen, die es gibt. Und das Interessante auch fand ich, welche Rolle das dann jeweils spielt, diese Definition und die Bekämpfung des Terrorismus und wer das wie jeweils sieht. Ein Interview mit der damaligen Bundesjustizministerin im September 2007, was geführt wurde,
mit der Frage danach, wie der nun eigentlich genau definiert ist und wer vor allen Dingen darunter fällt unter diesen Terrorismusbegriff oder wer danach verfolgt wird. Und da ging es ganz konkret, deswegen habe ich dieses Zitat gut aufgehoben, um einen Prozess gegen verschiedene Leute, denen vorgeworfen wurde, Mitglieder der sogenannten militanten Gruppe zu sein, einer terroristischen Vereinigung, die in Berlin verfolgt wurde, und der Terrorismus vorgeworfen wurde. Da sind im Juli 2007 verschiedene Leute festgenommen worden und auch verhaftet, in Untersuchungshaft gesteckt worden und sollten nach Terrorismus Paragraph 129a verurteilt werden. Und das wurde eben in Frage gestellt, weil die Vorwürfe sehr seltsam waren. Und da wurde dann auch Brigitte Zypries vom Spiegel mal gefragt, ist das denn jetzt Terrorismus, was denen da vorgeworfen wird? Da ging es um Brandanschläge gegen verschiedene Institutionen, mehrere auch, hoher Sachschaden, verschiedene Leute, denen das vorgeworfen wurde. Es gab auch verschiedene Verfahren schon, bei denen unterschiedlichen Leuten vorgeworfen wurde, Mitglieder dieser Gruppe zu sein. Und die SPD-Bundesjustizministerin sagte also 2007, dass das aus ihrer Perspektive, ihrer Sicht kein Terrorismus ist. Und zwar, ich lese das mal vor, mit einer wirklich erstaunlichen Begründung. Welcher Terrorangriff könnte den Bestand unseres Gemeinwesens und der staatlichen Rechts- und Freiheitsordnung bedrohen? Und da bezieht sie sich eben auf diese Definitionen, die ich gerade schon vorgelesen habe, dass eben die Grundstrukturen des Staates in Gefahr gebracht werden müssen. Also diese revolutionäre Idee des totalen Umsturzes, die da letztlich dahinter steht. Und dann sagt sie, ein Attentat wie am 11. September wäre eine furchtbare Tragödie, aber es bliebe ein krimineller Akt und würde den Bestand unseres Staates nicht in Frage stellen. Das heißt, die Bundesjustizministerin sagt, der 11. September war kein Terrorismus. Und das war schon ziemlich erstaunlich, denn ich glaube, die meisten Leute stellen sich unter Terrorismus eben genau das vor. Also der 11. September ist im Grunde der Inbegriff von Terrorismus. Ein großer Angriff mit vielen Toten von irgendwelchen Leuten, von denen man nicht so genau weiß, wer sie sind und was sie wollen. Aber es ist schrecklich und war der 11. September zweifellos. Aber also ich würde mich davor nicht auf eine Bühne gestellt haben, gesagt haben, das ist kein Terrorismus. Sie bezieht sich aber eben genau auf diese Definition. Grundstrukturen des Staates müssen in politischer Absicht ins Wanken gebracht werden. Und das ist mit dem 11. September eben nicht so gewesen, weil die USA als solche ja weiter existiert haben und auch nicht ernstlich in Frage gestellt worden sind. Nach dieser also sehr wackeligen Frage der Definition und was ist damit jetzt eigentlich gemeint, was sich so schlecht greifen lässt und nur sehr ungefähr definieren lässt, habe ich dann mal geguckt, so, und was wird denn damit jetzt eigentlich gemacht? Wie wird das angewendet? Und dazu ist der TESAT-Report dann ganz praktisch, weil der wird jährlich eben herausgegeben. Da kann man sehr detailliert nachlesen, welche Formen von Terrorismus gerade virulent sind in der EU, welche Bereiche das sind, wie viele Leute das sind, welche Organisationen und so weiter. Und letztes Jahr hat es in Europa, also in der EU, 7 Tote durch Terrorangriffe gegeben, sagt die EU. 152 terroristische Anschläge. Wenn ihr jetzt mal kurz in eurem Gedächtnis grabt und überlegt, von wie vielen Terroranschlägen ihr letztes Jahr mitgekriegt habt in der EU, ich bin sicher, ihr kommt nicht auf 152. Und es hat 535 Festnahmen gegeben. Und da habe ich nochmal genauer geguckt, das lohnt sich tatsächlich, sich sowas, wenn man mal versuchen will, politische Propaganda oder Rhetorik so ein bisschen zu analysieren, viel von diesen Details kann man nachlesen, das kann man sich angucken. Polizeiarbeit ist nicht in allen Aspekten gut dokumentiert, aber einiges gibt es da schon. Und in diesem Fall ist es eben so, die 7 Toten, die es gegeben hat, sind ein britischer Soldat in London, an den erinnern sich vielleicht einige. Ein älterer Moslem in den West Midlands, das ist in Großbritannien, dann 2 Mitglieder einer rechtsextremen Partei in Griechenland und 3 hohe Funktionäre der PKK in Paris. Das heißt, da kann man sagen, das sind in allen Fällen tatsächlich politische Motivationen gewesen. Der Soldat, da ging es ganz konkret um Kriegsführung von Großbritannien. Das ist dabei auch erklärt worden. Bei dem Moslem bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das waren rassistische Motive. Die beiden Nazis in Griechenland und die Funktionäre der PKK, da ist auch relativ klar, aus welcher Richtung das jeweils kommt. Und dann, ich weiß nicht, ob man das jetzt gut lesen kann, ich hoffe, man kann es einigermaßen lesen, wird es eben auch noch mal so ein bisschen aufgeschlüsselt.
Was es dabei jeweils geht und eben gruppenmäßig auch sortiert. Das sind in der Regel dann, wenn man sich das über die Jahre anguckt, gibt es eben den Linksterrorismus, Rechtsterrorismus, islamistischen Terrorismus, separatistischen Terrorismus. Und was in den letzten Jahren so ein bisschen verschwunden ist, der sogenannte Single-Issue-Terrorism. Das sind nicht links- oder rechtsorientierte thematische Einzelangelegenheiten, wenn man so will. Ich habe dafür gar keinen deutschen Begriff gefunden. Und da sind so konkrete Sachen, die sich zum Beispiel im Bereich Tierschutz befinden oder Veganer, militante Veganer werden darunter gefasst oder Leute, die sich mit Anti-Atomkraft-Sachen beschäftigen, die sind dann eben Single-Issue-Terrorism. Das hat so ein bisschen nachgelassen. Letztes Jahr hat es also 24 Linke, 84 separatistische und 44 weitere Anschläge gegeben. Das sind die 152, die vorne schon aufgetaucht sind. Kann man sich dann auch noch genauer angucken. Wie ist das dann? Hat sich das in Festnahmen fortgesetzt? Und da ist es dann ein bisschen genauer. Das ist so ein bisschen bizarr, weil es gab ja viel weniger Anschläge, als es dann Festnahmen gegeben hat. Aber das hat natürlich, muss man sagen, auch damit zu tun, dass Festnahmen und Anschläge nicht unbedingt zeitgleich sind. Ja? Also das lässt sich durchaus argumentieren, zu sagen, wenn ein Anschlag vor 5 Jahren war, dann wird erstmal ein paar Jahre ermittelt und irgendwann wird dann vielleicht jemand festgenommen. Das muss nicht in einem direkten zeitlichen Zusammenhang stehen. Nichtsdestotrotz sind die natürlich extrem diskrepant. Es gibt hier vor allen Dingen religiös inspirierte, also religiös motivierte Anschläge, 216 insgesamt, vor allen Dingen in Frankreich. Und einzelne dann in Belgien und Spanien. Das hat stark zugenommen. Das hat es vorher nicht gegeben. Klar, der Bereich Islamismus, da wird sehr viel mehr drüber gesprochen. Da findet mehr statt, da wird mehr ermittelt und da wird natürlich auch mehr festgenommen. Linke 49, immer noch eine ganze Menge, vor allen Dingen in Griechenland ein Schwerpunkt und in Spanien. Und dann ganz viel Separatismus. Single Issue nur noch 3 und der Rest. Das sind dann eben die 535 Festnahmen dabei. Und da gibt es dann nochmal eine massive Diskrepanz dazu, wie eigentlich verurteilt wird. Und das ist jetzt hier nur noch über die Jahre aufgeführt, 2011, 2012, 2013. Ich will jetzt nicht sagen gleichbleibend, aber auf jeden Fall gleichmäßig eine ganze Menge. Und da aber auch mit starken Länderschwerpunkten. Und die sind hier, finde ich, interessant. Das sind nämlich Schwerpunkt Spanien, Frankreich und Irland. Und das erklärt sich relativ einfach, auch in Kombination mit dem Separatismus. Also da wird deutlich, wo eigentlich der terroristische, in Häkchen jetzt wieder, Schwerpunkt in der EU liegt, nämlich im Separatismus der Basken und Katalanen in Spanien, die eben sich vom spanischen Staat loslösen wollen. Frankreich genauso, betrifft auch das Baskenland und Irland natürlich exakt auch nochmal, der Konflikt Irland und Großbritannien. Da gibt es eben deswegen ganz viel mehr Ermittlungen und auch Festnahmen. Und das ist natürlich aber was völlig anderes, als so in der öffentlichen Wahrnehmung mit dem Bereich Terrorismus berührt wird. Da denken wir überhaupt nicht an Anschläge von Basken in Spanien. Zumindest in der Regel nicht, würde ich behaupten. Und das wird auch nicht gemeint, wenn das in den Medien gesagt wird, hier große terroristische Gefahr und die vielen Anschläge, die wir in Europa verhindern konnten. Und das leitet dann so ein bisschen dazu über, dass es eben erstens eine große Diskrepanz gibt in der öffentlichen Wahrnehmung dessen, was mit Terrorismus gemeint ist und dann aber dem, wie das definiert ist und aber dann auch wieder dem, wie das konkret in der Strafverfolgung sich widerspiegelt, wo es riesige Lücken gibt, die, denke ich, den meisten nicht so richtig bewusst sind. Und hier zum Beispiel nochmal ein Zitat wieder aus dem aktuellen TESAT-Report von Europol, der in dieser Form in verschiedensten Dokumenten auch deutscher Polizeien oder des Verfassungsschutzes wiederzufinden ist, wenn die nämlich anfangen, darüber nachzudenken, so oder was heißt nachzudenken, zu beschreiben, was sie denn jetzt tun und was eigentlich in der Verfolgung und Ermittlung von Terrorismus eine Rolle spielt. Und dann wird es völlig breit. Dann, weil sich das ja eben nicht so genau fassen lässt, was damit eigentlich gemeint ist, und wer eigentlich die Terroristen sind, bringt das mit sich das Problem, dass mehr oder weniger alles und nichts als terroristische Eigenart oder Tätigkeit verfolgt werden kann. Und das geht eben bis dahin, dass zum Beispiel auch die Nutzung von Social Media im Internet
kennzeichnend ist für die terroristische Kommunikation und deswegen genauer Beobachtung bedarf. Aus einer polizeilichen Perspektive ganz normal. Natürlich verfolgen die irgendwie nur die Terroristen und Extremisten und ganz gefährlichen. Und faktisch ist es aber eben so, dass sie, weil das so ist, anfangen, das gesamte Netz zu überwachen, weil ja in diesen Social Media diese Terroristen irgendwo versteckt sind. Kurzer Blick nochmal darauf, was jetzt eigentlich diese Gesetze für Gesetze sind, unter denen das dann gefasst wird. Und das fängt an, schon 1871 im Reichsstrafgesetzbuch wird der Paragraph 129 eingeführt, mit dem das unter Strafe gestellt wird, was wir heute als Vereinigungsparagraphen kennen. Und zwar sind das eben Paragraphen, mit denen Dinge verfolgt werden, nicht konkrete Straftaten wie der Mord, Totschlag, Raub, Überfall, was weiß ich, sondern Teil einer Vereinigung zu sein, einer Verbindung zu sein, einer Gruppe zu sein von Leuten, die solche Straftaten tun. Das wirkt in sich erstmal, wenn man darüber nachdenkt, eigentlich ganz logisch, weil vielleicht gibt es diese Gruppen und die tun irgendwelche Dinge und hat dann aber, da kommen wir dann auch gleich nochmal dazu, eben den Nachteil, dass einzelnen Personen einfach dadurch, dass sie dazugehören, bestimmte Sachen vorgeworfen werden, mit denen sie möglicherweise entweder nichts zu tun haben oder zumindest konkret nie daran beteiligt gewesen sind. Und das hat man eben 1871 das erste Mal in das Reichsstrafgesetzbuch geschrieben. Und diesen Paragraphen, den gibt es bis heute. Das war durchgängig gültig bis 1945, dieses Strafgesetzbuch. Ich weiß jetzt nicht genau, ob der Paragraph an sich nochmal im Detail verändert wurde. Da kann man sich bestimmt auch sehr schön mit beschäftigen. Aber so im Wesentlichen ist er so gewesen und ist dann auch im aktuellen Strafgesetzbuch weiter vorhanden. Die aktuelle Fassung ist eben Paragraph 129 des Strafgesetzbuch Bildung krimineller Vereinigungen. Wer eine Vereinigung gründet, deren Zwecke oder deren Tätigkeit darauf gerichtet sind, Straftaten zu begehen, oder wer sich an einer solchen als Mitglied beteiligt, für sie um Mitglieder oder Unterstützer wirbt oder sie unterstützt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Und diese Formulierung, die hat es tatsächlich in sich. Wer für eine Vereinigung wirbt, das ist schon relativ grob so in der Definition. 1976 in der Phase des militanten sogenannten Linksterrorismus durch die Rote Armee-Fraktion ist der Paragraph 129a, das sogenannte Lex Raff, mit dazugekommen. Der ist also erweitert worden, da ist die kriminelle Vereinigung dann um die terroristische Vereinigung erweitert worden, die dann eben, wie hier beschrieben ist, wieder eine Vereinigung ist, die dann in dem Fall mit bis zu 10 Jahren bestraft werden kann, genauer definiert. Und hier ist dann auch die Definition, worum es da genau geht, nochmal drin, Bevölkerung einschüchtern und so weiter. Das hatten wir vorhin schon, die Grundstrukturen ins Wanken bringen oder beeinträchtigen. Und 2002 ist dann der Paragraph 129b noch dazugekommen und der bezieht sich dann auf kriminelle und terroristische Vereinigungen im Ausland. Da gibt es auch eine ganze Reihe, da gibt es auch eine eigene Liste. Das sind eben Leute, die entweder in Deutschland Mitglieder einer ausländischen Vereinigung sind oder teilweise auch im Ausland in dieser Form aktiv sind. Prominenteste Gruppierung davon ist die PKK. Es gibt eine lange Diskussion um die Vereinigungsparagraphen und auch viel Kritik daran. Und die habe ich hier nochmal versucht, so ein bisschen zusammenzufassen. Das eine ist eben, dass es so unklar definiert ist. Denn man kann mehr oder weniger alles und nichts, nein, nicht alles und auch nicht nichts, aber doch sehr viel und sehr unklare Vorwürfe mit diesen Paragraphen erfassen. Und dann Ermittlungen anfangen danach. Und häufig ist es eben so, dass weil mehr oder weniger alles und nichts damit erfasst werden kann, die Werbung für irgendwas, eine Vereinigung, die nicht klar definiert ist, die aber zum Ziel hat, politische Veränderungen, wenn man so will, oder meinetwegen den Umsturz des Staates, wie man den dann da auch immer rausliest, zum Ziel zu haben, das kann einfach unglaublich viel mit meinen. Und so werden also viele Ermittlungsverfahren damit angefangen, aber sehr wenige kommen dann tatsächlich dazu, dass sie schließlich irgendwas feststellen, was vor Gericht gebracht und verurteilt wird. Ich glaube, es ist mittlerweile nicht mehr so, aber es ist zumindest lange Zeit so gewesen, dass mehr als 95% der Ermittlungsverfahren
nicht vor Gericht gekommen sind und nicht verurteilt wurden. Das klingt jetzt erstmal super, weil man denkt, okay, die sind dann da letztlich nicht für verurteilt worden, hat aber eben den Haken, dass erstens die Betroffenen von den Ermittlungen nichts erfahren und dass eben auch sehr weitreichende Überwachungsmaßnahmen damit verbunden sind. Die Vereinigungsparagraphen ermöglichen der Polizei, die komplette Palette an Überwachungsmaßnahmen durchzuführen. Das ist wiederum, wenn man sagt, es geht hier um Terrorismus, aus Polizeiperspektive irgendwie logisch. Natürlich muss dann da Telefon überwacht werden, Post überwacht werden, GPS-Fahndung, also eine Lokalisierung der Personen stattfinden. Es wird ihnen auf der Straße nachgelaufen. Es werden alle möglichen Bankdaten und Vermieter und so weiter, also verschiedenste Informationen eingezogen. Und ich muss jetzt sehr viel schneller werden, wenn ich gerade... Und die Leute wissen halt eben nichts davon und wenn es kein Verfahren dazu gibt, dann wird das irgendwann eingestellt und sie erfahren nichts davon. Das Problem dazu kommt eben noch, dass das nicht nur die Betroffenen betrifft, sondern auch ihr Umfeld. Ich habe das jetzt mal die analoge Metadatenanalyse hier genannt, sozusagen noch bevor wir in dem Bereich der Massenüberwachung, über den ihr ja schon viel gehört habt und wo heute, glaube ich, auch noch deutlich mehr zu gesagt werden wird, angekommen sind, ist eben diese Erfassung, wer hat mit wem zu tun, wer redet wann mit wem wie und was für Netzwerke und Strukturen über Szenen und Bewegungen bilden sich dadurch ab, haben die Überwachungsmaßnahmen der Vereinigungsparagraphen in dieser Form ermöglicht. Und sind natürlich im Interesse auch dann der Polizeien, weil die eben gerne umfangreiche Datenbanken erstellen wollen über ihre Ermittlungsergebnisse und die dann auch zusammenführen. Das ist ein eigenes Forschungsgebiet, da kann man auch sehr schöne Vorträge drüber halten. Das habe ich jetzt aber ausgeklammert. Ich will das nur mal erwähnen, dass das natürlich mit polizeilicher Ermittlungsarbeit einhergeht. Zur PKK hat am Mittwoch was sehr Schönes stattgefunden. PKK ist ja auch so eine sehr widersprüchliche Angelegenheit, von der wir in letzter Zeit sehr viel hören, weil sie heldenhaft in Nordsyrien und im Nordirak momentan dabei helfen, die IS zurückzuschlagen und auch durchaus mehr oder weniger direkt von Deutschland momentan mit Waffen beliefert werden. Und auf der anderen Seite ist es aber so, dass die PKK eben laut der EU-Terrorliste nach 129b verfolgt wird und eine terroristische Vereinigung ist, und zwar seit 1993 ist das so. Und jetzt hat Hans-Christian Ströbele am Mittwoch in der Fragestunde des Bundestages genau die Bundesregierung gefragt, wie ist denn das jetzt eigentlich? Wie kann denn das sein, dass einerseits die Bundesregierung eben Waffen liefert und andererseits Leute, die hier Geld sammeln, um die PKK zu unterstützen, verurteilt wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung? Und Michael Roth, der Staatsminister im Auswärtigen Amt, hat dann gesagt, Herr Abgeordneter Ströbele, ich habe in meiner ersten Antwort darauf hingewiesen, das ist ein längerer Text, liest sich sehr schön, kann ich nur empfehlen, steht im Internet. Ich habe in meiner ersten Antwort darauf hingewiesen, dass man die Aktivitäten, auch die militärischen Verteidigungsaktivitäten der Kurdinnen und Kurden im Norden Iraks, die sich im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung des Iraks bewegen, nicht gleichsetzen kann mit den Aktivitäten einer Terrororganisation namens PKK. Heißt, die PKK im Irak ist einfach was völlig anderes als die PKK hier. Ist aber natürlich, also faktisch, ne, sind das die gleichen. Die EU-Terrorliste ganz kurz ist auch nicht so einfach zu finden. Da stehen also die unter 129b erfassten Terrororganisationen. Das sind momentan 10 Einzelpersonen und 25 Organisationen. Das kann man sich anschauen. Und was ich nochmal speziell wichtig finde für das Thema der Betrachtung dieses Terrorismus ist, dass Terror oder Terrorismus ein Konjunkturbegriff, also ein Begriff der Konjunktur halt ab und zu. Das habe ich dann in meiner Einleitung gesagt, vor einem halben, dreiviertel Jahr noch, als ich glaube die erste Anfrage kam, ich gesagt, Terrorismus, wen interessiert das denn? Das ist doch irgendwie, vor ein paar Jahren haben wir uns damit befasst, aber das ist überhaupt nicht mehr aktuell. Und wir haben im Grunde so eine Art saisonale Wechselbewegung der Begründung für die Verschärfung von Sicherheitsgesetzen. Das ist Terrorismus in den 70ern gewesen, bis in die 80er hinein. Ende der 80er war es dann mit dem militanten Linksterrorismus so langsam so ein bisschen vorbei. Und dann irgendwann kam das Thema organisierte Kriminalität auf. Also ich persönlich habe Ende der 90er eine Diplomarbeit geschrieben, wo ich mich mit organisierter Kriminalität als Legitimation Abbau von Grundrechten und Verschärfung von Sicherheitsgesetzen beschäftigt habe. Das hatte im Grunde dieselbe Funktion, hatte auch keine klare Definition, aber es gab an einem bestimmten Punkt 54 einzelne Aspekte, die auf den Tatbestand organisierte Kriminalität hinweisen. Und
unterschiedliche Kombinationen davon konnten dann ausreichend sein, um organisierte Kriminalität nachzuweisen. Die unterscheidet sich insofern von Terrorismus oder Paragraph 129 der kriminellen Vereinigung, dass es keine konkreten Vereinigungen, sondern eher lose Verbindungen, also der, so was man sich darunter vorstellt, so am ehesten sowas wie die Mafia vielleicht. Das wird damit so benannt, ist damit gemeint, und darunter gefasst werden dann zum Beispiel sowas wie Drogenhandel, aber auch Menschenhandel und Schleuserei. Auch immer so Strukturen, die uns immer wieder auch in der öffentlichen Debatte begegnen, wenn irgendwo was ganz Gefährliches lokalisiert wird, weswegen mehr Überwachung, mehr Datensammlung und weniger Grundrechte her müssen. Unsere gewesene Familienministerin Christina Schröder, Gott hab sie selig, hat uns den Extremismus nahegebracht. Der ist jetzt auch fast schon wieder vergessen. Der hat aber vor 2-3 Jahren echt eine große Rolle gespielt, wenn ihr euch erinnert. Die Extremisten, die begegnen uns auch immer noch wieder, aber sie sind gerade nicht mehr ganz so en vogue, und darunter liegend oder da außen drum rum jetzt gerade wieder auch sehr relevant ist das Thema Schutz der Außengrenzen, illegale Einreisen, auch verbunden mit Schleuserei, und jetzt gerade ganz aktuell die Hooligans. Die Hooligans sind nicht neu, die Hooligans tauchen immer wieder mal auf, also speziell in Verbindung mit internationalen Sportereignissen, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften. Dann werden plötzlich massive Überwachungsmaßnahmen eingeführt. Ich weiß nicht, wer sich daran erinnert, als die Weltmeisterschaft hier in Berlin stattgefunden hat oder auch in Polen, war das noch sehr viel extremer, weil da weniger Widerstand erwartet wurde gegen Überwachungsmaßnahmen. Wer hier in Berlin zum Beispiel ins Stadion wollte, musste vorher Personalausweis einreichen mit sämtlichen Personaldaten, war vorher undenkbar, aber so eine Totalerfassung, die scheint dann im Bereich Sportgewalt noch eher durchsetzbar. Und jetzt gerade haben wir sie ja wieder. Das hier ist Fefes Terrorthermometer. Da, vielleicht erinnern sich noch einige, das wird leider nicht mehr fortgesetzt. Das ist das letzte von 2010. Fefe hat bis 2010 immer mal wieder ausgewertet, wie häufig der Begriff Terror, aber auch Anschlag in Kombination verschiedener anderer in deutschen Medien aufgetaucht sind und zu welchen Punkten, und wann das wie besonders stark ausgeschlagen hat, fand ich sehr hübsch. Diese Ausschläge, diese Begründungen dieser Dinge wie eben Terrorismus, Extremismus, organisierte Kriminalität, Drogenhandel und so weiter, die führen dann eben jeweils zu den Verschärfungen von Überwachungsgesetzen. Ich lese die jetzt nicht alle vor, wegen des Blicks auf die Zeit. Aber diese Liste, die findet ihr nicht nur hier heute, sondern die findet ihr im Netz. Und ich glaube, die Präsentation wird wahrscheinlich auch irgendwo dann auf der Seite der FIFCON zu sehen sein. Das ist eine Auswahl, ja, das ist nicht alles, was es gegeben hat. Nur mal so zur Erinnerung, was uns im Laufe der Jahre in den letzten 10, 15 Jahren so untergejubelt wurde. Weil das so schwierig ist mit dem Terrorismus und wie das wirklich gemeint ist, war ich selber mal, als ich gewissermaßen Kollateralschaden von so einer Terrorismusermittlung gewesen bin, 2007 mal beteiligt. Da haben wir ein Preisausschreiben gemacht, wo wir gesagt haben, sagt ihr doch mal, was aus eurer Perspektive Terrorismus ist. Da konnte man Preise gewinnen. Und das ist sozusagen der Ausschreibungstext, mit dem wir darum gebeten haben, dass Leute uns mal ihre Vorstellung davon, was Terrorismus ist, weil der schon so schlecht zu fassen ist, eben zuschicken. Und haben gesagt, hier, wenn selbst die Bundesjustizministerin findet, der 11. September ist keiner, was ist denn dann eigentlich Terrorismus? Da gab es wunderbare Einsendungen. Ich bedauere bis heute, dass wir damals so viel zu tun hatten mit dem tatsächlichen Verfahren, dass wir leider nie geschafft haben, das Preisausschreiben zu Ende zu führen. Es hat aber eine sehr schöne Ausstellung im Tacheles mal gegeben, als es das noch gab. Und da gab es verschiedene Einsendungen, sowohl Texte, solche wie diesen hier, aber auch sehr viele Bilder, die Leute eingeschickt haben. Oder sowas. Da gab es ganz, ganz viele. Da gibt es auch noch eine Webseite zu, kann man sich angucken. Und ich glaube, es ist eigentlich sehr, sehr deutlich, und das ist auch in Texten deutlich geworden, dass die meisten Leute den Eindruck haben, Terror, wenn mit Terror gemeint ist oder Terrorismus, die Bevölkerung in Angst und Schrecken zu versetzen, da kann alles Mögliche dabei sein, je nach Perspektive. Und diese Einschränkung von Grundrechten finden viele sehr viel erschreckender und sehr viel bedrohlicher als die angeblichen Anschläge, die damit verhütet werden. Und das ist eben diese Dauerdebatte Freiheit versus Sicherheit, die uns seit im Grunde ewig begleitet und auch momentan mit dem Thema Massenüberwachung gerade sehr akut wieder nochmal in Ausmaße von Überwachung und Einschränkung von Grundrechten führt, die selbst vor ein paar Jahren vor Snowden sicher kaum jemand vorstellen wollte.
aktuell, habe ich gefunden in der Bild-Zeitung, tut mir leid, dass ich mich damit jetzt konfrontieren muss, aber ich kam daran nicht vorbei, Chili und de Maizière in der Bild-Zeitung mit einem Interview haben wir jetzt, wo es die Hass-Hooligans gibt, den Kampf gegen den Terror verloren. Und dieses Bild, wie die beiden da fast zufrieden in die Kamera lächeln angesichts dieses neuen Themas, mit dem sich sicherlich viel anfangen lässt, fand ich schon ziemlich phänomenal. Und ich muss sagen, dieses neue Thema Hass, was jetzt frisch aufgekommen ist, das finde ich, lohnt sich auch nochmal viel darüber nachzudenken. Das ist nochmal was anderes als die zumindest irgendwie politisch inhaltlich begründeten Dinge wie Extremismus oder Terrorismus. Einfach nur Hass als Begründung für Gewalt entpolitisiert ja vollständig, worum es da gegangen ist. Diese Hooligans sind ja nicht einfach nur Hooligans gewesen, die sind in ihrer Mehrzahl Nazis gewesen, ganz eindeutig. Das ist auf den Bildern zu erkennen, das ist auf der gesamten Propaganda rund um diese Demo in Köln zu erkennen gewesen und auch in dem, was sich momentan tut, in dem Bereich, in den für die nächsten, ja, weiß ich gar nicht, Tage, Wochen, Monate, ich hoffe nicht, aber zumindest für die geplanten Demonstrationen. Und was mich erschreckt hat dabei, na, nicht erschreckt, aber was ich bedenklich fand, ist, dass das von den Medien in dieser entpolitisierten Form auch transportiert wird. Ja, also das sind eben nicht Nazis, keine Rechtsextremisten oder Rechtsradikale vielleicht besser, sondern da ist einfach Hass, die wollen einfach nur Gewalt. Das ist Quatsch. Die haben ganz klare politische Interessen und diese Feststellung, da gibt es welche, die wollen einfach nur Gewalt ausüben, macht im Grunde die Option dessen, was da jetzt verfolgt werden kann und wie dagegen vorgegangen werden kann, noch weiter auf. Ich bin ein bisschen in Sorge, einerseits, warum diese Nazis nicht Nazis genannt werden. Die politische Motivation dahinter, die ist so ein bisschen, wird die deutlich, wobei ich so verschwörungstheoretisch jetzt gar nicht wäre zu sagen, dass sämtliche Polizeien und Politiker und Medien nicht bereit wären, Nazis als Nazis zu erkennen, aber die Tendenz, auch wiederum jetzt mit Schlenker auf Konsequenzen aus dem NSU-Skandal, Nazis nicht wahrhaben zu wollen, auch in der Polizeiarbeit nicht erkennen zu wollen, die wiederum ist ja auch relativ deutlich. Und also mindestens unerfreulich, dass das in dieser Form so weitergeht. Und dann aber auch in der politischen Argumentation darüber hinaus, finde ich, muss man genau darauf aufpassen, warum jetzt plötzlich sowas Unklares wie Hass dabei eine Rolle spielt. Und das finde ich auch in der Diskussion, wenn wir Internet, Netzkommunikation insgesamt diskutieren, da finde ich, taucht der Begriff Hass auch immer häufiger auf und man meint, sich darunter vorstellen zu können, was das denn jetzt sein soll. Und im Grunde geht es aber auch da um politische Interessen und politische Ziele, die hinter diesem scheinbaren, unklaren, irgendwie aggressiven Hass stecken. Und ich finde das eine sehr bedenkliche Entwicklung. Und das ist so, ja, der aktuelle Stand, was sich bei mir aus dem Gedenken über den Begriff Terrorismus so entwickelt und wo ich finde, wie man da weiter drüber nachdenken sollte. Und ich bin sehr gespannt, was ihr dazu zu sagen habt, weil wir jetzt nämlich, glaube ich, noch eine ganze Menge Zeit für Kommentare und Fragen und Diskussion haben. Vielen Dank. Ja, genau. Deswegen habe ich immer diese Schilder mit den Minuten hochgehalten, dass wir noch ganz, weil ich denke, das brennt dann allen unter den Nägeln ein paar Fragen und schönen guten Tag. Haben Sie eine Ahnung, was so eine übliche staatsrechtliche Begründung ist, warum man die Verfolgung von Menschen in Deutschland begründet, die im Ausland Straftaten begangen haben? Also es gibt ja massenhaft Straftaten von Menschen, die im Ausland sind und die normalerweise hier gar nicht verfolgt werden, weil das eine Sache des Auslandes sozusagen ist. Aber gewisse Sachen werden völlig atypisch doch darunter geführt. Was ist die staatsrechtliche Sicht, warum man das überhaupt machen kann? Ich bin keine Juristin
Und sozusagen mit jetzt der spezifisch staatsrechtlichen Perspektive habe ich mich nicht beschäftigt, muss ich sagen. Ich bin Politologin und habe mir das Phänomen als solches statt. Und ich kann mir sozusagen überlegen, warum ich glaube, dass das so ist, dass Leute hier verfolgt werden, die gar nicht unbedingt jetzt primär wegen Straftaten im Ausland. Aber ich glaube, die Theorie dahinter ist natürlich, dass Leute, die irgendwo Straftaten begehen und aber jetzt hier sind, natürlich irgendwie verfolgbar sein sollen. So, das ist, glaube ich, aber müsste ich nochmal nachschauen, die Begründung dafür. Bernhard Sirikse, ZKM Karlsruhe. Danke an Roth für die sehr differenzierte Darstellung. Ich habe allerdings einen Aspekt, den ich vermisse. Zweifellos kann ein Staat mit Hilfe seiner Organe seine Bevölkerung terrorisieren. Dafür gibt es hunderte Beispiele. Ich glaube, da haben wir Konsens. Wenn also die NSA mit ihren Aktionen dazu beiträgt, das Vertrauen der Bevölkerung der USA oder auch unsere Vertrauen in die USA als Staat zu diskreditieren und in Frage zu stellen, ist dann nicht der NSA eine Terrororganisation nach der Definition, die wir jetzt von Ihnen gehört haben. Wer also die Definitionsmacht hat, definiert, wer ein Terrorist ist, und daran krankt eigentlich die Begrifflichkeit hinsichtlich der Terrororganisation. Da haben wir gar keinen Dissens, sehe ich ganz genauso. Ja, genau, die Definitionsmacht, wer sagt, wer ein Terrorist ist, sozusagen ist die Frage der, da sind wir jetzt ganz politologisch, Herrschaft oder Macht dabei, nicht wahr? Und genau, dieses, ich glaube, das ist auch zum Beispiel, also eher satirisch, aber auch in dieser ganzen Diskussion bei dem Preisausschreiben immer wieder durchgekommen, und diese Diskussion, die Frage stellt sich ja ständig, ja, wer versetzt uns denn hier in Angst und Schrecken aktuell? Die, wenn man so will, die Angst vor Überwachung die Angst, nicht mehr sich frei ausdrücken zu können, und die ist ja virulent, die ist ja nachweisbar. Also dieses, wir schreiben nicht mehr alles in dieses Internet, ich weiß nicht, wer von euch Citizen 4 jetzt gesehen hat schon, wenn nicht, empfehle ich dringend, das sagt Edward Snowden beispielsweise und ganz viele andere eben auch, gibt massig Untersuchungen darüber, dass wir aus Angst vor Überwachung im Grunde die Meinungsfreiheit auf irgendwie dieses Maß gerade zusammenstutzen dabei, weil wir wieder anfangen, nur noch, und das finde ich jetzt gerade zum Jubiläum 25 Jahre Mauerfall auch wirklich echt spektakulär, dass wir mittlerweile eben nicht mehr Dinge in E-Mails schreiben, dass wir Dinge wieder nicht mehr am Telefon sagen, sondern nur noch mündlich oder nur noch auf Zetteln, wenn wir nicht wollen, dass irgendjemand zuhört, und das nimmt zu. Und das ist ja eine Form von Angst und Schrecken, die da verbreitet werden, die, ja, die könnte man auf jeden Fall als Terrorismus definieren, da stimme ich völlig zu. Ich habe eine Frage zu den vielen Sicherheitsgesetzen, die Sie aufgeführt haben. Die fingen ja bei Ihnen bei 2001 an, aber das Ganze gab es ja auch schon zu Zeiten des RAF-Terrors, dass da auch weitere Gesetzesverschärfungen immer wieder nachkamen, die dann unter dem Vorbehalt der Prüfung und auch einer gewissen Vorübergangszeit verabschiedet worden sind, weil sie ja sehr scharf waren. Und ich glaube, mich zu erinnern, in dem Buch das RAF-Phantom, Autor weiß ich jetzt nicht mehr, gelesen zu haben, dass immer just bevor so eine Prüfung stattfand, dann auf einmal ein misslungener Anschlag irgendwo passierte oder irgendwo so ein lanciert, der Autor hat so den Hinweis gegeben, es sah so wie aus wie lanciert, etwas passierte, was dann wiederum zu einer Verlängerung führte. Gibt es da irgendwelche Untersuchungen darüber, über den Umgang hinsichtlich Prüfung und kritischer Prüfung, Rücknahme vielleicht sogar von Gesetzen? Wurde da jemals was zurückgenommen? Wie ist da so die Geschichte? Selten, ganz selten. Es wurde einmal, ich sage das ungern, aber es ist nun mal Tatsache, unter Rot-Grün, die haben tatsächlich den 129a ein bisschen entschärft. Witzigerweise genau 2001. Da lief das völlig über Kreuz gerade, weil das lange von denen geplant worden war und auch Vorphase von Rot-Grün so angekündigt worden war, dass der Gesinnungsparagraf 129a entschärft werden soll. Da ist die Werbung für die terroristische Organisation wieder rausgenommen worden, und jetzt aktuell ist gerade im Gespräch, sie wieder mit aufzunehmen. Die Werbung, finde ich, ist auch echt nochmal so ein besonders irres Beispiel letztlich, weil in den 70ern sind mit Verweis auf Werbung Leute tatsächlich zu Haft verurteilt worden, die irgendwo RAF an die Wand gesprüht haben, ja, als Werbung für eine terroristische Vereinigung.
Und ich kann mich da selber, ich habe Ende der 80er angefangen zu studieren in West-Berlin. Ich bin Westdeutsche und sozusagen aufgewachsen mit dem Linksterrorismus der RAF. Durchaus noch dran erinnern, dieses, dass man sich damals gut überlegen musste, ob man irgendwie die RAF überhaupt erwähnt, weil du hattest sozusagen immer dieses Damoklesschwert der Werbung für die terroristische Vereinigung über dir schweben, und die ist dann rausgenommen worden und momentan, ich glaube, sie steht gerade nicht drin, aber es wird, glaube ich, gerade diskutiert, sie wieder reinzunehmen. Ich weiß nicht, wenn hier jemand das detaillierter weiß, gerne. Und ansonsten, ja, na klar, wird also sozusagen, das kann man, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie weit man da zurückgehen kann in der Beobachtung, dass es für die Verschärfung von Sicherheitsgesetzen oder den Abbau von Grundrechten immer so eine Anlässe gab. So eine Sache wird genannt als einschneidender Punkt, sind die Notstandsgesetze in Westdeutschland Ende der 60er. Und wo dann gesagt, da ist sozusagen die gesamte polizeiliche Ermittlungstätigkeit oder Polizeiarbeit hat eine grundsätzliche Wende gehabt, hinweg von sozusagen der Ermittlung von stattgefundenen Straftaten, die bestraft werden sollten, hin zu präventiver Polizeiarbeit, wo sozusagen bevor etwas stattgefunden hat, schon versucht wurde festzustellen, wo könnte etwas stattfinden und da dann im Grunde zu überwachen, Daten zu sammeln, um etwas zu verhindern und um dann präventiv eben tätig zu werden, sozusagen der Grundstein der Massenüberwachung, wenn man so will. Rasterfahndung gehört da auf jeden Fall auch mit dazu. Und dann, das habe ich jetzt gar nicht erwähnt, obwohl es eigentlich Thema der Konferenz ja ist, die Zusammenarbeit auch von Polizei und Geheimdiensten, die ja eigentlich verfassungsmäßig verboten ist und aber natürlich sozusagen permanent enger wird. Ich wollte fragen, ob man das Zypris-Interview nicht auch anders lesen kann. Also, dass sie sagt, wir sind uns doch alle einig, umgangssprachlich, das war Terror, der 11. September 2001. Aber das wird von den Paragraphen nicht abgedeckt. Hat sie vielleicht nicht eine Verschärfung sogar im Hinterkopf gehabt? Ich weiß jetzt natürlich nicht, was sie gemeint hat. Ich habe das nicht so gelesen. Ich hatte tatsächlich den Eindruck, weil es auch sich auf diesen konkreten Fall bezog, der Ermittlung gegen die militante Gruppe, wo ganz konkret auch ein BGH-Entscheid ausstand, wo entschieden werden musste, ob das, was der militanten Gruppe vorgeworfen wird, tatsächlich als Terrorismus definiert werden kann. Und der BGH hat das dann tatsächlich auch anders entschieden und gesagt, ist kein Terrorismus, sondern das ist nur eine kriminelle Vereinigung, was in dieser sozusagen übergeordneten Debatte, was ist Terrorismus, eine wichtige Entscheidung war und letztlich aber sozusagen praktisch wenig Auswirkungen hat, weil die Überwachungsmaßnahmen für kriminelle versus terroristische Vereinigungen im Grunde die gleichen sind und das Strafmaß sich zwar unterscheidet, aber letztlich beides natürlich strafbewehrt ist und zwar auch heftig. Aber ich habe sie da so nicht verstanden, weil sie da sehr explizit danach gefragt worden ist. Da ist allerdings so, dass man sozusagen aus dem Text gewissermaßen das nach Luftschnappen der Spiegelredakteure deutlich rauslesen kann, ja. Ich wollte noch was zur Definition vom Terror hinzufügen, woran ich mich erinnern kann in den 70er Jahren. Da ging die Diskussion im Völkerrecht auch darum, ob man es nicht vielleicht über die Opfer definieren sollte. Und die Überlegung war da, wenn die Opfer eben keine Repräsentanten eines wie auch immer gearteten Systems sind, sondern Unschuldige, dann handelt es sich um Terror. In anderen Fällen handelt es sich um ein Attentat. Und es gab diese Diskussion schon zu Zeiten eines Attentats von einem russischen Attentäter, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, auf Zar Nikolaus. Der hat nämlich, beziehungsweise der hat das Attentat genau nicht begangen, weil Zar Nikolaus mit einem Kind in einem Wagen unterwegs sein würde. Und deswegen hat dieser Attentäter davon abgesehen. Und das war eben nun genau kein Terrorismus, weil er ja das, also ist das ganze Attentat nicht stattgefunden, aber diese Definition über die Opfer finde ich eigentlich sehr, sehr spannend, weil die ja erlaubt zu sagen, wer leidet eigentlich unter Terrorismus? Da wäre natürlich jetzt anders als Zypris das sieht, wäre natürlich ganz klar das Attentat auf die World Trade draus, das wäre natürlich dann schon wiederum Terrorismus. Also ist nur noch mal eine ganz andere Definition, weil ich die Diskussion damals miterlebt habe.
Ja, ist auf jeden Fall eine interessante Fragestellung. Die kannte ich jetzt noch nicht, aber die finde ich tatsächlich einigermaßen plausibel dabei. Und mir stellt sich dann aber weiterhin auch die Frage, warum das eben nicht ganz normal als Mord oder Totschlag oder was auch immer dann konkret sozusagen passiert ist, verfolgt wird. Das sind ja durchaus Dinge, die man auch ganz normal ermitteln kann. Und dann, also wenn ich jetzt mal träumen dürfte, ja, ich halte das nicht für realistisch, dass das in absehbarer Zeit stattfindet. Aber das Problem tatsächlich ist ja, dass bei der Vereinigung, wo die Mitgliedschaft nachgewiesen versucht wird nachzuweisen, gerade bei Vereinigungen, die keine Mitgliedsausweise haben, das schon mal echt sehr schwierig ist und damit gewissermaßen zwangsläufig die Gesinnung überprüft wird. Deswegen heißen die ja dann umgangssprachlich auch Gesinnungsparagraphen, weil es darum geht, jemandem nachzuweisen, ob er eben diese Ziele verfolgen würde, wenn er denn dann oder sie Mitglied in dieser nicht spezifizierbaren Gruppe oder Organisation ist. Ja, ich bin schon wieder, ich habe noch eine Frage. Ich lese gerade das Buch Heimatschutz von Stefan Aust und er beschreibt darin, dass diese ganzen Verknüpfungen zwischen diesen verschiedenen Nazi-Netzwerken, nicht nur in Deutschland, auch in Großbritannien und Schweden und darüber hinaus, ganz, ganz viele Einzelfälle. Und da kam immer wieder, was mich erstaunt hatte, wo ich mich nicht daran erinnern kann, die sogenannten oder solche aus dem rechtsradikalen Bereich, Nazi-Bereich, Söldner hervor, die in dem Bosnienkrieg schon Ende der 90er wohl in Jugoslawien aktiv waren und dann irgendwie den Kampf mitgetragen haben in ihrem Herzen, in ihre Heimatländer. Und das erinnert mich jetzt total an diese Debatte, die jetzt gerade stattfand oder stattfindet, um die islamistischen Schläfer, Terroristen, potenziellen Terroristen, die auswandern und nach Syrien gehen und das wieder zurückbringen. Ich kann mir nicht erinnern, dass damals irgendeine Debatte in der Richtung stattgefunden haben. Haben Sie da was? Wissen Sie da was? Ob jetzt welche Debatte stattgefunden hat? Also, dass Menschen aus jetzt Deutschland oder Schweden, Großbritannien nach Bosnien gegangen sind und dort als Söldner gekämpft haben, auf der einen oder anderen Seite. Und dass das in irgendeiner Art und Weise beachtet worden ist oder unterbunden worden ist und geguckt worden ist, was machen die jetzt, wenn die zurückkommen? Ich kann mich da auch nicht dran erinnern, wobei ich sagen muss, dass ich mich mit dieser Sache nie besonders intensiv beschäftigt habe. Aber das passt natürlich in die durchaus auch gut belegte Beobachtung, dass die Ermittlungsbehörden oder Strafverfolgungsbehörden auf dem rechten Auge eben auch sehr blind sind. Ja, das ist ja unverändert so. Hooligans, Nazis gerade sind ja das allerbeste Beispiel dafür, dass sich auch mit dem Wissen über den NSU-Skandal da wenig geändert hat, abgesehen davon, dass noch mehr Geld für die entsprechenden Behörden gefordert wird, was aber, befürchte ich, eben nicht dazu führt, dass irgendwo rechts genauer hingeguckt werden wird und entsprechend da vermutlich, sage ich jetzt mal, auch nicht. Also ich vermute, dass es komplexer ist als das, was ich jetzt so in den Raum sage, aber passt für mich ins Bild. Ja, dann vielen Dank, Anne Roth. Dankeschön.